liebe Feuerzeichen. Wenn dein Sternzeichen ein Widder, ein Schütze oder ein Löwe ist, dann gehörst du zu den dynamischen, willensstarken, leidenschaftlichen und energiegeladenen Feuerzeichen, für die es aber manchmal ein bisschen schwierig ist, sich in den Einengungen und Beschränkungen des täglichen Lebens aufzuhalten, da sie gerne jedes Hindernis im Sturm nehmen wollen. Was nun der Ostermonat April für dich bereithält, das erfährst du, wenn du deinen Kartenstapel auswählst. Stapel Nummer 1 mit dem Karneol, Stapel Nummer 2 mit dem Amethyst, Stapel Nummer 3 mit dem Schneeflocken-Obsidian. Welcher Stapel gefällt dir am besten? Du hast dich für Stapel Nummer 1 entschieden mit dem Karneol. Was ist die Botschaft des Karneols? Die 8 der Schwerter, die 6 der Münzen und der Magier. Die 8 der Schwerter steht für ein intellektuelles Problem, eine intellektuelle Herausforderung. Du hast eine bestimmte Situation in deinem Leben schon oft durchdacht und wirst nun in irgendeiner Weise herausgefordert. Du musst dich rechtfertigen, du musst Gründe für dein Handeln und für deine Entscheidungen angeben und es kann sein, dass du in einen Wortstreit verfällst mit jemandem. Doch du wirst die Oberhand behalten, sofern du ganz vernünftig und klar und pragmatisch vorgehst. Argumentiere einfach, was du tust und warum du es tust, dann wirst du diese Situation meistern. Die 6 der Münzen steht für deinen Umgang mit Geld. Offensichtlich warst du etwas sorglos damit, vielleicht sogar verschwenderisch, was dir als einem dynamischen Feuerzeichen liegt, denn du gibst dein Geld aus wie ein Seemann am Lönnangstag. Das heißt, vielleicht hast du tatsächlich etwas über deine Kosten gelebt oder wie du gerne sagst, du lebst über deine Verhältnisse, aber unter deinem Niveau. Das könnte ein Problem darstellen. Der Magier will dir sagen, denn er ist eine hohe Trumpfkarte im Tarot, dass du eigentlich viele Fertigkeiten hast, unter anderem auch Geschicklichkeit, um Geld zu verdienen und um deine eigenen Verhältnisse zu sortieren. Du solltest dich jetzt wirklich auf deine Talente konzentrieren und von deinen Begabungen aus dein Leben neu gestalten. Und dann bist du auch nicht mehr so leicht angreifbar und triffst vielleicht auch bessere Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Materiellen. Du hast dich für Stapel Nummer 2 entschieden, der Amethyst. Was will der Amethyst dir sagen? Die 6 der Schwerter, die 3 der Stäbe, die 10 der Schwerter. Die Schwerterkarten stehen für eine intellektuelle Herausforderung, aber auch für eine Belastung. Du grübelst sehr viel. Etwas in deinem Leben erfordert immer wieder deinen intellektuellen Einsatz. Du denkst darüber nach, aber du kommst zu keiner wirklichen Lösung. Vielleicht musst du dich auch verteidigen. Mit Worten, mit Schriften. Vielleicht gibt es sogar einen Rechtsstreit, wofür viele Schwertkarten auch stehen können. In irgendeiner Art und Weise wirst du jetzt in deinem Leben wirklich herausgefordert und der April ist für dich ein Monat der Entscheidung. Die 6 der Schwerter sagt dir, dass du dich sehr gut konzentrieren solltest. Die 10 der Schwerter sagt dir, dass diese Situation schon fast vorbei ist. Du hast das Schlimmste überstanden und du wirst auch ein Ende dieser Entwicklung im April sehen. Du musst nur bis dahin noch die nötige Konzentration aufbringen, um dein Problem zu lösen. Die 3 der Stäbe sagt dir, denn die Stabkarten stehen für die Willenskraft und für dein Element, das Feuerelement, dass du jetzt mit Leidenschaft und Dynamik vorangehen solltest, aber auch etwas überlegt. Die 3 steht für eine Vollkommenheit, eine Harmonie. Wenn es dir gelingt, deine Gedanken nicht nur zu konzentrieren und zu konzertieren, sondern sie auch in eine Harmonie zu bringen, dann kannst du andere überzeugen, du kannst dich aus dieser schwierigen Situation befreien und sie ist bald zu Ende. Denn die 10 einer Kartenreihe sagt auch immer, auch wenn die Ausdrucksweise auf den Bildern manchmal etwas negativ wirkt, dass etwas zu einem Ende und einem Abschluss kommt und dass nun etwas vorbei ist und tatsächlich für dich ein neuer Zyklus beginnt. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden, der Schneeflocken-Obsidian. Was will der Schneeflocken-Obsidian dir sagen? Die Königin der Kelche, die 4 der Münzen und der Stern. Die Königin der Kelche ist eine Frau aus einem Wasserzeichen, Fische, Skorpion oder Krebs. Vielleicht ist es eine gute Freundin von dir, eine Bekannte, vielleicht ist es eine Partnerin. Vielleicht will dir diese Karte aber auch nur sagen, dass du die Eigenschaften der Wasserzeichen, nämlich das Emotionale, das Intuitive, auch das Ruhige einfach mal zuhören und andere machen lassen, dir zum Vorbild nehmen solltest. Vielleicht ist es nämlich genau diese Passivität, die aber keine Tatenlosigkeit ist, sondern die im Gegenteil dir Stärke vermittelt, damit du besser aktiv werden kannst, die dir jetzt fehlt und die dir sehr, sehr große Vorteile bringen könntest, wenn du sie anwendest. Die 4 der Münzen steht für deinen Umgang mit Geld,
traditionell auch für Habgier oder für sehr großen Konservativismus. Du willst also das, was du hast, festhalten. Du willst nicht teilen, du willst nicht abgeben. Vielleicht hast du auch wirklich Verlustängste. Die Königin der Kelche sagt dir auch, vielleicht ist es eine emotionale Verlustangst, eine Angst um einen Partner. Vielleicht aber auch ganz konkret die Angst, Vermögen zu verlieren. Was steht denn eigentlich hinter deiner Angst? Analysiere das mal ganz genau. Der Stern ist eine Trumpfkarte im Tarot und steht für die glückliche Fügung. Vielleicht will dir diese Karte sagen, dass du mehr Zutrauen ins Leben haben solltest. Du kannst deine Gefühle zulassen und deine Intuitionen. Nicht alle deine negativen Vorahnungen sind auch wirklich wahr. Und du wirst auch finanziell immer in einem grünen Bereich sein. Der Stern sagt dir, hab Vertrauen ins Leben. Nicht als blindes Vertrauen, sondern im Bewusstsein darauf, dass das Leben für dich viel Gutes bereithält.